Ihr seid noch hier? Ich hoffe, ihr erwartet nicht auch noch eine warme Mahlzeit. Ich ziehe es vor, hier zu bleiben. Wenn ich bedenke, was mir die Welt angetan hat, habe ich vielleicht ohnehin schon zu viel getan. Das geht nur mich und die Welt etwas an. Ihr habt andere Dinge zu erledigen. Es ist keine Frage der Macht. In ganz Thedas hat keine einzige Person genug Macht, um sich einer Verderbnis entgegenzustellen. Wäre das der Fall, wäre es wirklich ein Witz, euch beide auf diese Mission zu schicken. Ha. Viel wichtiger ist, dass ihr beide graue Wächter seid. Eure Aufgabe ist es, das Land zu vereinen, seine Einwohner zu inspirieren und sie dazu zu bringen, ihre belanglose Politik hinter sich zu lassen und sich dem Erzdämon entgegenzustellen. Und darin seid ihr deutlich mächtiger als ich. Ich bin nur eine alte Frau, die Welt schon lange vergessen hat. Nichts weiter. Fragen über Fragen. Man möchte meinen, ein grauer Wächter sei mehr an Taten interessiert. Schon seit der Zeit, als ich noch nicht so alt und faltig war. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber auch ich war einmal so jung und so schön wie Morrigan heute. Ja, damals verzehrten sich die Männer nach Flemeth. Und manche haben sogar für sie getötet. Ihr werdet euer loses Mundwerk noch für etwas anderes als dumme Fragen brauchen. Ich werde endlich einen Moment der Ruhe genießen können. Es heißt, im Grab hätte man für immer seine Ruhe. Das ist also der Dank dafür, dass ich dich gefüttert und es so lange mit dir ausgehalten habe? Pah, ich hoffe, dein Kind behandelt dich eines Tages genauso. Sie behauptet, sie hätte mich gefüttert. Ich bin mir sicher, dass sie ohne mich in einem Monat vor Dreck nur so steht und vor Hunger die Rinde von den Bäumen kratzt. Bezüglich der dunklen Brut? Nur, dass sie schlauer sind, als sie wirken. Aber viel wichtiger ist der Erzdämon. Er ist der Kern dieser Verdorbenheit. Und solange er lebt, lebt auch die Verderbnis. Bei diesem Terran Loghain sieht die Sache anders aus. Ihr müsst euch erst mit den Auswirkungen seiner Taten befassen, bevor ihr euch dem Erzdämon stellen könnt. Außer, er findet euch vorher. Sucht ihr nach neuen Zaubersprüchen? Nach Geheimnissen, die alte Flemeth über die Jahre zusammengetragen hat? Ohne jahrelanges Training meiner Methoden würden sie euch nicht viel nützen. Ich bin nicht wie euer Zirkel mit seinen Büchern, müsst ihr wissen. Nicht, dass ich etwas gegen einen hübschen Burschen einzuwenden hätte, den ich ein Jahr oder so... Ich an eurer Stelle würde mich für die dunkle Brut entscheiden. Dann sind wir fertig. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich würde gerne etwas essen. Thank you.
Ich werde es tun. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostaga verloren haben. Und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten. Aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostaga? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Tegan, bitte! Eure Majestät! Euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Tegan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Aufgespürt. Ich glaube, er ist hier, um nach euch zu suchen. Er hat euch auserwählt. Mabari verhalten sich so. Man nennt das Prägung. Soll das heißen, dass uns dieses räudige Vieh jetzt überall hin folgt? Na, großartig. Er ist kein räudiges Vieh. Betrachtet es als erledigt. Sehr schön.
Verstanden. Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, dieser Bursche ist Ihr Anführer. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir Sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer, ich nehme an, Sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Was habe ich dir gesagt? Keine Wagen. Und der hier scheint bewaffnet zu sein. Der Wegzoll gilt für jeden, Hanrik. Deshalb nennt man es Wegzoll und nicht, sagen wir mal, Flüchtlingsabgabe. Oh, ich verstehe. Selbst wenn ihr kein Flüchtling seid, müsst ihr dennoch bezahlen. Ganz genau. Zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbesten Zustand, oder was meint ihr? Euch entgeht wirklich nichts. Es ist nicht wirklich ein Wegzoll. Wir rauben euch einfach nur aus. Versteht ihr? Halt den Mund. Selbst ein Genlock hätte das kapiert. Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Wir haben gewisse Regeln, müsst ihr wissen. Genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. So sind die Regeln. Hat er gesagt, er sei ein grauer Wächter? Einer von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taren Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Was sagt ihr, Jungs? Mit einem Kopfgeld in dieser Höhe könnten wir uns zur Ruhe setzen. Lasst uns Helden des Königreichs werden! Ja! Wir geben uns. Wir versuchen doch nur über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns alle holt. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich gestehe. Verzeiht mir. Was könnte ich euch schon erzählen? Wir sind noch nicht mal aus dieser Gegend. Es platzt aus allen Nähten. Der Bann und seine Männer sind Taren Loghain nach Norden gefolgt. Es ist also niemand mehr hier, der für Ordnung sorgt, abgesehen von ein paar Templern in der Kirche. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren, versteht ihr? Alle reden darüber, dass die Grauen Wächter den König in der Schlacht gegen die Dunkle Brut verraten haben. Deshalb ist er gemeinsam mit ihnen gefallen. Taren Loghain konnte sich gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Seine erste Amtshandlung als Regent war, ein Kopfgeld auf graue Wächter auszusetzen. Von einigen vielleicht. Vor einiger Zeit kam eine Gruppe verletzter Aschekrieger hier vorbei. Ich bin ihnen einfach aus dem Weg gegangen. Nun ja, wir haben Ausschau nach Flüchtlingen aus dem Süden gehalten. Es waren größtenteils Chasend aus der Wildnis und Bauern. Es gibt hier keine Soldaten mehr, also haben wir uns selbst bedient. Wir versuchen, niemanden zu schwer zu verletzen. Dann lasst mich gehen!
Es gibt hier keine Behörden, nur die Templer. Und die würden mich hinrichten. Ja, ja, selbstverständlich. Das Geld, das wir eingenommen haben, ist gleich hier. Es sind nur ein paar hundert Silberlinge. Der Rest ist in den Truhen, die wir mitgebracht haben. Ich schwöre es. Der Erbauer möge euch segnen. Die dunkle Brut kann diesen Ort haben. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Seinen Nabel vermutlich. Zumindest hat er ihn jetzt lange genug angestarrt. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Ich stimme zu. Habt ihr sie euch schon angesehen? Wir haben Verträge für 3 Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar und den Zirkel der Magi. Ich halte Al-Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Außer Ferelden zu verlassen und sie einzeln zu suchen? Man könnte eine Botschaft zur Feste von Weißhaupt schicken. Aber das ist tausende von Meilen entfernt. Folgt dem Feind. Findet Loghain und tötet ihn. Dann könnt ihr die Sache mit den Verträgen sicher in Angriff nehmen. Ja, damit rechnet er ganz bestimmt nicht. Er hat ja auch den Vorteil nicht auf seiner Seite. Keine Armee, keine Erfahrung. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie geäußert. Wenn ihr ständig Gründe finden wollt, etwas nicht zu tun, dann stehen wir noch hier, wenn die dunkle Brut uns verspeist. Ich kann euch die Richtung weisen, wenn ihr möchtet. Er müsste auf Schloss Radcliffe sein, ganz im Westen von Ferelden. In der Nähe der Bergpässe. Wenn er dort nicht ist, kann man uns da zumindest sagen, wo wir ihn finden. Wir müssen nach Osten, zum Brasilianwald. Dort erfahren wir sicher etwas über einen der Clans, die derzeit das Gebiet durchstreifen. Hoffentlich sind sie dann auch noch da. Dazu müssten wir mit ihrem König in Orsamar sprechen. Der Weg führt westwärts ins Frostgipfelgebirge.
Das wird sicher nicht leicht. Offiziell ist der Zirkel der Magi unabhängig. Wir wissen auch nicht, ob die Kirche uns unterstützen würde oder nicht. Glaubt ihr das wirklich? Der erste Verzauberer müsste akzeptieren, dass seine Verantwortung den Grauen Wächtern gegenüber mehr Gewicht hat als alles, was die Kirche oder sogar Taryn Logan dazu zu sagen hat. Wenn er nicht bei seiner Armee im Feld ist, dürfte er sich in seinem Palast in Denerim aufhalten. Wir können schon nach Denerim gehen, aber ich vermute, man wird uns dort nicht frei herumlaufen lassen. Wie gesagt, nur so eine Vermutung. Ihr habt also einen Plan? Also gut, wir können das Lager abbrechen und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Mich nicht so an, du Köter. Ich habe nichts für dich. Warum starrst du mich so an, du Flohfell? Merkst du nicht, wenn du nicht erwünscht bist? Die Anwesenheit von Witt? Habe ich gern. Stinkende Ha. Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie, genau wie die Banditen vor dem Dorf. Ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier.
Um mir noch mehr Gemurre anzuhören, dann nehme ich meine Waren lieber wieder mit zurück nach Denerim. Das würdet ihr nicht wagen. Ich verschwinde hier. Und wer will mich dazu zwingen, sie hier zu lassen? Ihr? Ich hoffe, die dunkle Brut erstickt an euch wertlosem Gesindel. Ich nehme an, es war unvermeidbar. Der Erbauer stehe uns bei. Mir ist kalt. Mir gefällt es hier nicht. Ah, die Anschlagtafel der Kirche. Lasst uns ein paar Botengänge erledigen. Das bringt die Menschheit weiter und uns ein paar Kupfermünzen. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wer? Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beimer Bauer, wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht, und das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Al Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohlauf wäre? Was meint ihr damit? Der Al leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wir konnten kein Heilmittel finden, weder ein natürliches noch ein magisches. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen. Aber sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Niemand versteht das Wesen dieser Krankheit. Und selbst Magie konnte ihr Fortschreiten kaum verlangsamen. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Alle Ritter von Redcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne der heiligen Asche gemacht. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Warum, wenn ich fragen darf? Ich verstehe. Der Arl ist zwar ein beliebter Mann, aber Taryn Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Taryn getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Arl. Ach, ihm gilt meine größte Sorge. Der Arl ist schon vor dem Tod des Königs erkrankt. Aber was, wenn der Taryn auch das geplant hat? Ach, derartige Überlegungen gefallen mir überhaupt nicht. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Mein Waffenbruder und Reisegefährte. Allerdings verspätet er sich. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beimer Bauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen. Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Das ist alles. Möge der Erbauer uns gnädig sein. Thank you.
Und als der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang des Lichts in der Dunkelheit aus. Das Wort vertrieb Furcht und Unwissenheit. Mögen diejenigen, die in den Schatten weinen, Trost finden. Betrachtet es als erledigt. Mögen diejenigen, die nach Und wenn sich der Gesang in allen vier Ecken der Welt erhebt, dann möge er endlich bis zu den Ohren des Erbauers aufsteigen. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, mein Freund? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können als die meisten, die es hierher schaffen. Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Ich danke euch, mein Sohn. Was kann ich also für euch tun? Ein grauer Wächter? Hier? Oh nein. Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Taryn Loghain die grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Taryn Loghain? Das kann ich ebenso wenig glauben wie seine Ächtung der grauen Wächter. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt. Dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Einen grauen Wächter? Ja, ihr habt einen schweren Weg vor euch, nicht wahr? In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer, über sein Kind, seine Schöpfung zu wachen. Behüte ihn auf seinem Weg, o Erbauer. Sei ihm ein Licht in der Dunkelheit. So soll es geschehen. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. Und möge der Erbauer dann zu uns zurückkehren. Und möge der Erbauer dann die schwarze Stadt im Himmel zurückkehren. Und möge der Gesang des Lichts sie dann anhören. Möge die Menschheit Demut lernen. Mögen alle dem Gesang des Lichts anstimmen. Nur das Wort.